Hallo meine Freunde und willkommen zum Tomb Kings Patch. Endlich sind sie draußen. Der Download hat gerade abgeschlossen und wir probieren einfach mal ein paar der Neuerungen aus, die CA angekündigt hat. Einerseits, dass die Musketeneinheiten wieder funktionieren. Ich hoffe mal, dass es stimmt. Wir haben hier mal so eine Formation mitgebracht und gucken mal, ob wir über die Köpfe, also wie die Musketen sich so verhalten. Außerdem gucken wir nochmal, wie die Hellblaster Volleygun sich jetzt schlägt, nachdem der jetzt halt auch angeblich wieder verbessert worden ist. Bin mal gespannt auf jeden Fall, wie sich unsere Musketeneinheiten jetzt verhalten und ob sie wie immer noch in den Gegner so reinlaufen, wenn sie keine Sichtlinie mehr haben oder ob sie jetzt einfach, ob sie jetzt stehen bleiben. Ich hoffe mal, dass sie jetzt stehen bleiben und keine Bewegungen mehr von selber machen. Das wäre schon sehr geil, wenn das jetzt halt klappen würde. Und die Hellblaster Volleygun schaltet auf jeden Fall schon mal eine Einheit Henker von Haganeth aus. Das geht schon mal recht gut. Und unsere Musketen sehen so aus, als wären sie stationär und würden sich nicht mehr bewegen. Sie haben zwar keine Schussbahn, aber das ist okay. Ich meine, es ist ja okay, wenn die Musketeneinheiten jetzt nicht mehr auf Kavallerie schießen können, aber wenigstens nicht mehr zum Gegner hinlaufen und so mit sich selber außer Position bringen und damit eigentlich mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Aber es sieht so aus, als würden sie stehen bleiben. Ziemlich nice. Die Volleygun, der Hellblaster hier, der feuert auch schneller. Also den Hellblaster habe ich vorhin schon mal probiert. Ich glaube, der ist jetzt wirklich effektiver, als er vorher war. Und hier sieht so aus, als würden unsere Einheiten alle stehen bleiben. Super geil. Wir haben das Netz von Amentok dabei, das jetzt nur noch eine einzelne Einheit betrifft und kein Effektradius mehr hat. Es sei denn, man overcastet den Zauber. Dann hat er immer noch einen Effektradius, aber es sieht so aus, als wären unsere Truppen, als würden unsere Truppen wieder funktionieren. Also wenn das jetzt der Fall ist und das Imperium wieder spielbar ist, dann wäre es schon echt sehr geil. Oh geil, die. Ich glaube, der hat ihr eine neue. Ich glaube, hört er sich anders an als vorher? Ich weiß gar nicht genau. Also es sieht so aus, als wäre es. Als würde es wieder bergauf gehen fürs Imperium. Schaut mal her, die Höllenfeuer-Salvenkanone hat jetzt hier 76 Kills gemacht. Gegen die Henker von Haganeth hauptsächlich. Hat einen Chevron bekommen. Also es sieht so aus, als könnte man das Imperium jetzt wieder spielen. Also zumindest die Musketeneinheiten. Ich bin guter Dinge. Also weitere Videos kommen auf jeden Fall. Wir sehen uns dann. Haut rein und ciao.